Wer nicht für uns ist, ist gegen uns. Nach dem Motto werden in Ägypten Journalisten, auch Ausländer, die es wagen, kritisch zu berichten, regelrecht gejagt. Ägypten ist inzwischen das drittgefährlichste Land der Welt für Medienleute. Da werden schon mal welche auf offener Straße umgebracht, andere landen dann im Gefängnis, offiziell dann wegen Zugehörigkeit zu einer terroristischen Organisation. 3 Jahre nach dem Sturz des Mubarak-Regimes und dem arabischen Frühling befindet sich das Land, wie Irina Oberguggenberger berichtet, in einem gefährlichen Rückwärtsgang. Für Machthaber al-Sisi ist klar, wer nicht für ihn ist, der ist gegen ihn. Das bekommen nicht nur Demonstranten zu spüren, sondern auch Journalisten. Sie haben mich beschuldigt, Mitglied der terroristischen Meriad-Zelle zu sein, die die Muslimbruderschaft unterstützt. Ihr angebliches Verbrechen? Ein Recherchegespräch mit Journalisten des TV-Senders Al Jazeera. Er gilt für die Anhänger von al-Sisi als Sprachrohr der Muslimbruderschaft. Es ist ein Schwarz-Weiß-Denken, das die Ägypter in ein Lager drängt. Der in Kairo lebende Friedens- und Konfliktforscher Atam Hamed spricht aus eigener Erfahrung. Ich habe das auch am eigenen Leib eigentlich erfahren, dass ich zum Beispiel im Sommer die Massaker von Rabah al-Adawiyah kritisiert habe. Und ich bin dann sofort dem Lager der Moslembruder zugeschrieben worden. Also wenn du nicht zu uns gehörst, dann gehörst du zu den anderen. Und eben diese dritten Positionen werden ganz, ganz stark marginalisiert im Moment. Das heißt aber nicht, dass es diese dritten Meinungen in Ägypten nicht gibt. Die gibt es sehr wohl. Vielleicht etwas abseits von den politischen Institutionen. Das sind Theatergruppen zum Beispiel, die es an den Universitäten gibt. Das heißt, diese kritischen Diskurse sind sehr, sehr wohl da. Nur die sind im Moment mit massiver Repression konfrontiert. Schlägertrupps ziehen durch die Straßen, Menschen werden verhaftet und ohne Prozess ins Gefängnis gesteckt. Von einem zu Ende gehenden Revolution könne vielleicht auch gerade deshalb keine Rede sein. Wenn man sich die Anliegen der Revolution ansieht, es ist um Brot, es ist um Freiheit und es ist um soziale Gerechtigkeit gegangen. Und sowohl das Militär als auch die Moslembruderschaft haben eigentlich versagt, diese Themen und diese Anliegen zu beantworten. Denn im Machtkampf zwischen Schwarz und Weiß gehen die eigentlichen Ziele der Revolution verloren.